Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Planet Crafter. Wir sind hier in unserem Zuhause wieder angekommen. Yay! So, wir brauchen auf jeden Fall Eisen. Gott, ich habe einfach keinen Platz mehr, ne? Wahnsinn. Iridium. Warum ist hier zweimal Iridium? Ah, interessant. Wir brauchen was für Osmium. Ich kann mal einen Osmium-Schrank machen, würde ich sagen. Ich glaube, da werde ich schon noch einiges von finden. Osmium. Dann nehmen wir das mit. Ja, ja, ja. Hydration Level niedrig am Arsch. Was war noch gewesen? Superlegierungen. Ja, ich denke, das kann man aber auch als einzelnes. Als einzelnen Container reinpacken, oder? Dass wir einen schönen Superlegierungsschrank machen. Super Lag. Ein Super Lag. So, jetzt müssen wir hier noch den Schrank kurz ausmisten. Und den hier reinpacken. Das nehmen wir hier wieder raus. Ups. Sortieren wir, sehr schön. Da haben wir den Biochip, den wir gleich mal forschen können. Rakete kann ich bauen. Ach, siehst du, das Leucht, wo ist denn das Leuchtfeuer gewesen? Alu fehlt noch. So, damit ich mal weiß, was ist. Rakete. Ich denke, ich kann es bauen. Wahrscheinlich dann hier, wa? Ich könnte mir ein Jetpack bauen. Antrieb plus 150. Könnte ich machen, tatsächlich. Raketenantriebe haben wir. Habe ich irgendwie Bock drauf. Bei uns noch die beiden. Die Frage ist, das war bei dem anderen, ne? Verdammt nochmal, das ist im anderen Schrank. Okay, 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 okay. Magnesium. Ja, hier war trotzdem alles, ne? Ich glaube, bei dem wollte ich Magnesium. Magnesium. Titan, Silizium, Iran, Uran. Gucken wir mal hier wieder alles rein. Genauso wie die Biokunststoffsamen, die anderen Samen. Das Essen bräuchte ich natürlich noch. Das schlürfen wir mal weg. Wollte beides mal gleichzeitig leer machen. Hier ist nämlich auch ein bisschen was drin gewesen, ja. Ah, es ist schön, dass die Extraktoren so fleißig sind. So, der Rest ist noch nicht. Ja, noch nicht zu sortiert. So, hier ist auch noch Alu. Magnesium. Dafür haben wir ja schon ein Schränkchen. Dann werden wir das natürlich mal reinpacken. Könnt ihr wieder hinterlatschen, ne? Ah, ich würde das vielleicht ganz gerne nochmal umstellen, nochmal drehen. Aber das ist immer schwierig zu sehen, wenn man baut, wie man das drehen muss. Den Antrieb wollte ich, aber wie gesagt, das ist beim anderen gewesen. Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Na, lass uns das holen. Raketentriebwerk. Kurz mal abchecken. Ja, gut. Das ist meine versunkene Stadt ist das. Wie gesagt, ich hoffe, die werden die Gebäude nicht automatisch abbauen durch Überflutung. Ich hoffe, sowas hat die Engine nicht vorgesehen. Wäre irgendwie doof. Ich meine, da würde nämlich alles kaputt gehen bei mir. Ja, mal den. Hui! Na komm, ah, das kann ich schon mitnehmen. Alles klar, das war schon zerbaut. Oh man! Das Wertvolle. Lass uns das alles mitnehmen, oder? Was ist nicht wertvoll? Die goldenen Statuen bleiben wir hier. Aber das Schwebe jetzt auch nicht unbedingt wertvoll ist, würde ich behaupten. Mal. Fuddy? Die Pflanzen muss ich halt noch mitnehmen, ne? Die hier. Die wären halt schon noch wichtig. Aber das irgendwann später.
Und der produziert weiterhin, ja? Mal sehe ich doch da unten. Ja. Oh man, da habe ich mir die denkbar ungünstigste Stelle wahrscheinlich auf dem gesamten Planeten ausgesucht, um dort meine Base zu bauen. Aber gut, es ist ja wirklich nicht schwierig, das neu aufzubauen. Das finde ich ja sehr praktisch. Weil das meiste, was man tatsächlich braucht, und da es planetenübergreifend ist, die Energie, kann man einfach da lassen, beziehungsweise bekommt man halt wieder easy an der neuen Position. Oh, Titan! Jetpack. Oha, what the fuck? Okay, krass. Osmium. Superlegierungen. Und Krams. Ach guck mal, da ist ein Uranstab noch drin. Wo kommt der denn her? So, na denn. Essen habe ich, Sauerstoff habe ich auch. Und das kann ich die ganze Zeit nutzen, ja? Willst du mich verarschen? Das Ding hat... Okay. Warum kann ich da einfach auch sowas hier drauf, weißt du? Kann ich da hochfliegen? Nee, weil ich hab eine Begrenzung, glaube ich. Alter, wir sind unglaublich schnell. Haben wir eine Begrenzung? Oh, was ist da? Ein roter Fleck. Ah, wir haben eine Begrenzung. Wir können damit nicht allzu hoch fliegen. Aber hey, wir können damit fliegen. Holy shit. Und scheinbar unendlich. Das ist crazy. Da oben ist auch noch was Rotes gewesen. Da komme ich nicht ran. Irgendwelche Flecken. Leute, wir können fliegen. Und das unendlich lange scheinbar. Und verdammt schnell können wir das auch machen. Schon wieder so ein Ding, was sich einfach versteckt. Na komm, nimm es mit. Muss abbauen. Und hier ging es gerade. Ach komm schon. Ach komm, paar Mal noch. Warum muss denn auch bitte sich das Iridium da unten verstecken? Wir können einfach fliegen. Auch hier können wir fliegen. Es hat also keine Hitze oder ähnliches. Wir können rückwärts fliegen. Das kann man nicht besser machen, als wenn ich vorwärts fliege. Weil vorwärts muss ich so, um nach oben zu fliegen. Und rückwärts kann ich einfach nach hinten. Okay, jetzt muss ich nicht mehr Shift drücken. Jetzt wird also nicht mein kleiner Finger kaputt gehen. Sondern mein Daumen, weil ich die Space-Taste hämmere. Okay, das ist aber cool. Also können wir es uns wirklich immer abwechseln. Das finde ich sehr praktisch. So, wie gesagt, so. So kann man da auch super, super abchecken. Okay, krass. Wir können aber fliegen, Leute. Wie heavy ist das denn bitte? Über der Mitte, das heißt, müsste hier gleich sein. Da ist die Höhle. Komme ich auch an die Decke ran? Lass mal das alles mitnehmen. Heavy, Mann. Holy shit. Der Schwefel brauchen wir aktuell nicht. Gibt ja die Schwefelfelder hier. Ich kann natürlich auch hier hoch, ne? Auf den Schwefelfeldern, Leute. Wir werden aber trotzdem was noch weiter unten abchecken. Hui! Denn ich möchte noch gerne ein paar mehr Superlegierungen mitnehmen. Da ist zum Beispiel wieder eine. Und gucken, was sich hier sonst noch so verbirgt. Ein paar Kisten vielleicht. Das checken wir noch ab. Dann können wir auf jeden Fall da oben hingehen.
Oh, meine Armfinger. Ah, das tut so weh. Ständig die Tasten zu smashen. Okay, noch eine Höhle wird es hier wahrscheinlich nicht geben, wenn es direkt eine in der Mitte gab. Aber ich kann mir vorstellen, dass es hier irgendwo noch eine Kiste gibt. Irgendwo mitten in den Schwefelfeldern eine versteckte Kiste. Ah, ich will lieber laufen. Brauchen die halt nicht mehr craften, wobei Craft jetzt auch nicht das Problem ist von den Superlegierungen. Schwer ist das ja wirklich nicht mehr. Okay, jetzt sind wir wieder bei normalen Ressourcen, müssen also gleich durch sein. Durch. Haben wir die Schwefelfelder komplett abgegrast. Na denn? Ab nach oben! Geht der so einfach noch weiter, ja? Wir sind einfach oben, Leute. Aber ich habe doch gerade eine andere Position gesehen, da waren noch Ressourcen gewesen. Das sieht für mich ja so aus, als ob wir am Rand der Karte sind. Und gleich runterfallen werden. Oder uns durchbacken werden irgendwo. Das sieht nämlich ehrlich gesagt nicht nach, nach einem Platz aus, wo ich hin muss. Oder hin darf. Würde ich jetzt mal so sagen. Da waren wir gewesen. Und hier waren entsprechend auch Ressourcen gewesen. Sag's doch. Goldener Samen, goldene Statue und noch ein Raketen. Super Legierungsstab. Okay, crazy. Und noch eine super Legierung. Und ein bisschen Alu. Okay, also wir dürfen doch hier oben hin. Na gut, hier sind auch die Ressourcen, ne? Hier sind wieder Ressourcen. Aber hier ist mir tatsächlich zu weit weg. Irgendwie nicht so schön zum Abgrasen. Zumal, wie gesagt, volles Inventar. Ah, sieht aber interessant aus hier. Wo sind wir denn hier reingekommen? Kobalt haben wir hier nur. Bisschen Magnesium. Eis. Schicke Höhle. Vielleicht irgendwo der Hintereingang von einer anderen Höhle. Wir müssen aufpassen, denn unser O2 ist jetzt irgendwie nicht mehr so. Oh, Uran, perfekt. Wichtig. Gott, ich hoffe, ich komme hier raus. Nein, das ist genau die andere Seite. Verdammte Axt. Oh Gott, ich werde sterben. Das ist die andere Seite von... Ah, was war es gewesen? Alter, komme ich hier wieder raus? Ich weiß nicht, wo ich herkam. Doch, hier war ich, glaube ich. Gott, schnell weg hier. Ich bin zumindest mal draußen. Das heißt, ich krieg meine Ressourcen irgendwann wieder. Alter, was ist das? Ist das die Höhle der Schwefelfelder gewesen? Oh Gott, ich sehe halt einfach nichts mehr, ne? Tja, Ressourcen, war schön mit euch gewesen. Was haben wir denn hier Schönes?
Wir müssen Richtung... Gut, dass ich einen Leuchtfeuer markiert habe. Das Problem ist, ich werde sterben. Aber wir müssen uns irgendwo hinsetzen, wo wir unsere Ressourcen wieder kriegen, wieder finden. Aber noch bin ich nicht tot. Gott, ist das gefährlich. Na, komm ich hoch? Nee, war scheiße. Oh Gott, ich komme da nicht hoch. Ich weiß nicht, wo meine Ressourcen liegen werden. Ah, no! Ich habe keine Sauerstoffflasche mehr. Da hinten ist aber was. Aber da wird wahrscheinlich gleich ein Berg kommen, der zugeht, wa? Sieht mir nach Chunk nicht geladen aus. Na doch, alles gut. Muss nur meine Koordinaten merken. Gott, ich bin tot. Ich bin so ein Hegel, ey. Ja. Sehr schlecht. Sehr schlecht tatsächlich. Ich habe einen Teil verloren, ja. Oh mein Gott. Ich bin so schlecht. Ich werde mir dann die Koordinaten später raussammeln. Aus dem Video. Oh man. Sauerstoff, ne? Sauerstoff, Sauerstoff, Sauerstoff. Kobalt, Kobalt, Kobalt. Ja. Schlecht, ne? Sehr schlecht. So, hat man hier irgendwo noch Futter? Kein Futter. Kein Futter. Kein Futter. Dann mal eben Futter holen. Aber hey, immerhin. Wir haben es nochmal gut zurückgeschafft. Ich hätte vorher den Punkt... entgegenlaufen müssen. Aber krass, dass der Antrieb, Raketenantrieb einfach unendlich hält. Das ist schon geil. So, Futter, Futter, Futter. Weltraumnahrung, ne? Wir nehmen einfach mal diese Wachs, die... Ja, die müsste ich natürlich alle mal mitnehmen hier. Ein Futterschrank. Ich war was bei minus 160, ne? 130, 160. Jetzt sollte man einfach mal erstmal auf diese Position. Den ersten Step habe ich mir leider nur gemerkt. Den ersten. Die erste Koordinate. So, öffne alles. Alter, was hier alles drin liegt. Brauchen noch einen Futterschrank. Brauche ich drei Eisen. Ich habe ein Eisen. Zweites Eisen und drittes. Futter. Na, alles war. Außer die Flaschen, die wir nehmen hier wieder mit. Die kann ich einmal essen. Huch! Bin etwas schnell. Mhm, schöne Ressourcen, geil. Oh, Kobalt. Alles drin hier. Magnesium. Und einen Eisenschrank werden wir noch bauen. Nehmen wir mal hier hin. Eisen. So, wir haben keine Eisenprobleme mehr, Leute. Das ist gut, wa? Silizium und Titan. Kommt einfach wieder bei alles rein. Und Titan. Hier haben wir noch einen. Hier. Futter hatten wir hier noch. Gucken wir immer noch ein paar Samen. Kommt hier nochmal drin. Essen habe ich. Trinken habe ich auch. Wir werden trotzdem noch eine Packung Essen mitnehmen. Denn wir müssen nämlich unsere Ressourcen wieder finden. Also da hinten muss es irgendwo sein.
Wie gesagt, die andere Seite von dieser Höhle da hinten. Das heißt, wir werden da oben rüberlaufen. Oh, ich stürze ab. Hui! So, müssen wir... Oh, hallöchen, eine Kiste. Die darf ich natürlich nicht einfach so liegen lassen, ne? Ach, mich nervt, dass ich da an der einen Kante hängen geblieben bin, dass ich einfach nicht rüberkam über den Felsen. Hab mich ein wenig genervt, tatsächlich, ja. Das ist cool, hier so zu erkunden, ne? Oh, Alter, da unten alles voller Wasser. Komm ich darüber durch die Höhle? In die Höhle? Hier auf der anderen Seite ist es. Komm ich hier rüber? Auch nur durch einen Fehler wahrscheinlich. Da dürfte, will ich nicht rein. Ja, minus 130, wo ist denn hier bitte minus 130? Minus 130. Noch weiter da lang, oder was? Eieiei. Oh Gott, ich will es gar nicht wissen, ey. Ich mag es nicht, wenn ich mich durch Objekte durchbugge. Dunkelhell, dunkelhell, dunkelhell. Wie bin ich denn da reingekommen? Wie komme ich da hier wieder raus? Das ist eine gute Frage, wa? Und wie muss ich auch da reingekommen sein? Gott, ich hasse dieses Spiel gerade. Ich werde da nie wieder hinkommen, glaube ich. Mal, ich bin hier einfach mitten in irgendwelchen... In irgendwelchen Gebäuden, in irgendwelchen Dingern hier drauf, das nervt mich. Das ist doofe Physik, tatsächlich. Eine doofe Engine. Wenn ich Pech habe, sterbe ich hier wieder, weil ich hier nicht mehr rauskomme. Ich darf halt nicht zu weit runterfallen. Ich muss halt mich immer irgendwo festhalten können, aber ich bin tot. Ich falle halt runter, weil hier kein fester Sitz, kein fester Platz mehr ist. Ich komme aber auch nicht mehr hoch. Und doch, da müsste ich wieder hochkommen. Wir haben ein paar Sauerstoffkapseln. Wir probieren es. Ah, das ist nicht schön. Okay, das muss ich auf jeden Fall sein lassen. Das darf ich nicht machen. So ist es scheinbar auch nicht gewollt. Hm, dann kommen jetzt nämlich die nächsten. Komme ich da durch? Ich nehme mich nicht durch. Habe ich irgendwas Wertvolles mit mir da? Ja. Ich will halt mal einen ganzen anderen Stuff haben, den ich da verloren habe. Aber ich komme hier auch nie wieder rein, ne? Na, wir werden das irgendwie schon schaffen. Irgendwann muss der Felsen ja auch mal enden, oder? Zum Beispiel so. Problem ist, dass ich hier wieder durchfallen kann, ne? Ich glaube, da hinten waren wir irgendwo gewesen. Ich glaube, bei diesem Loch dort könnten unsere Items liegen. Oder war ich unten? Ich war nicht unten gewesen. Ich war schon auf dem Weg zurück. War schon richtig. Aber hier müsste es fester Boden sein. Also hier ist halt wirklich tatsächlich wieder richtiges Spiel. Was krass, wie tiefrot das hier ist, ne? Holy shit. Was haben wir hier schönes? Magnesium. Wie gesagt, ich brauche die Koordinaten. Ich kenne sie leider nicht mehr aus dem Kopf. Aber wir können jetzt mal ein bisschen hier umgucken. Weil das Zeug sah schon sehr interessant aus. Dafür bin ich auf der richtigen Spur. Ah, mein Finger leidet.
Abbauen kann ich das nicht. Schaden kriege ich ja auch nicht. Iridium haben wir hier auf jeden Fall. Die Iridium brauche ich jetzt tatsächlich erstmal nicht unbedingt. Ist schon mal gut, dass es kein Feuer ist, was mich verbrennt. Kann man auch nirgendwo rein. Silizium. Gut, ich werde erstmal meine Sachen wieder haben, glaube ich. Oh, komm ich rein. Gut, keine Bo. Oh. Ein krasser. Okay. Das Ding ist also super wichtig, weil hier Iridiumstäbe dran kleben. Das scheiß Iridium will ich gar nicht. Oh, Alter, ist das hell. Alter. Aber die Iridiumstäbe sind drauf, wa? Super Legierung haben wir hier noch. Okay, das ist also auch. Das ist nicht verbuggt, sondern es ist tatsächlich. Alter, ist das hell! Das ist keine unbekannte Stelle. Hier muss man oder soll man tatsächlich hin. Oder kann man tatsächlich hin. Gut. Iridium. Wir werden uns mal. Was haben wir da? Bist du schon verkackeiern? Weltraumnahrung. Okay. Wir haben einfach einen unterirdischen Bunker gefunden. Ich dachte, ich hätte den perfekten Krater gefunden, um meine Startplattform zu bauen, aber die Sicht ist grau und von hier unten kann ich auf keinen Fall etwas schicken. Ich werde versuchen, eine weitere Basis höher am Kraterrand zu errichten. Irgendwo in der Nähe von 580, 85 sollte funktionieren. Hoffentlich verzieht sich der Nebel bald. Okay, cool, wir haben eine Nachricht gefunden. Iklas. Aha. Iridiumstab, sehr nice. Alu, komm, wir können das alles mitnehmen, weil. Nehmen wir mal alles mit. Wir werden später schauen, was wir da lassen. Coole Sache, Leute. Sehr coole Sache. Wir haben auf jeden Fall hier noch Stuff bekommen, was wir essen können und trinken können. So Wasserflaschen. Da hat sich echt einer einfach einen Bunker gebaut hier. Ich habe mir die Koordinaten aufgeschrieben. So, da will ich hin. Aber ich will erstmal. Vielleicht finde ich irgendwo sein Grab noch. So, und jetzt? Ich glaube, jetzt da hinten Richtung, ne? Ich würde schon gerne meine ganzen Sachen wiederfinden. Kein Iridiumstab. Das Problem ist, ich kam hier ja gar nicht weiter, ne? Bin ich hier nicht trotzdem gestorben? Weil ich hier nicht weiterkam? Ah, doch, da würde ich irgendwo hin. Da müssen sie irgendwo liegen. An der bin ich so rübergekommen, ne? Ja. Okay, cool. Oh mein Gott, ich bin ja so spannend, Leute. Ja, ich bin da unten hin, oder? Ah, nee, ich bin hier lang. Irgendwo hier muss meine Leiche sein. Hoffe ich. Boah, schwarzer Mond. Heftig. Nein, das war sie nicht. Pestersamen. Den kenne ich noch nicht. Machen wir mal Silizium weg. Meine Wasserflasche schlürfen. Sauerstoffkapsel. Noch ein Samen. Auf jeden Fall nicht mein Stuff. Die Frage ist, komme ich hier wieder zurück? Ich habe ja die Koordinaten im Video noch, das ist ganz gut. Ich bin schon ziemlich nah, muss ich sagen.
So tief runter wollte ich jetzt doch wieder nicht. Okay. War nur ein komisches Ding. So, ich habe keine Ahnung, wie ich zurückfinde. Ah, Hallöchen. Da ist es. Nee, doch nicht. Eisen abgelegt. Eisen, Eisen für Tuska-Samen und das andere. Cool, noch ein Container. Da ist ein schmelzendes Eis. Noch mehr schmelzendes Eis. Wann schmilzt das? Oh, gar nicht, ist gar kein Eis. Das ist eine neue... Ach du Kacke, Alter, wir sind im Weltraum angekommen. Pulsarquarz. The Pink Rare One. Ach, komm schon. Osmium brauche ich jetzt nicht. Ich will sie wieder zurück. Ich will auch wieder nach Hause. Man sieht schon, da hinten ist noch ein Pulsarquarz. Da habe ich es gerade irgendwo gesehen. Überall sind Pulsarquarze. Mhm, komme ich denn hier hin? Ich bin hier schon wieder hinter einer Wand. Darf ich doch gar nicht. Gott, ich hasse mich so sehr. Wir sind sehr nah bei unserem, bei unserer Base. Das ist nicht weit weg. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ah, Hallöchen. Gott, ich bin so ein Bug-User, Alter, echt. Ja gut. Wir haben es tatsächlich heil überlebt. Wir haben unsere alte Leiche leider nicht gefunden. Das werden wir aber noch nachholen. Vielleicht muss ich ja wirklich rückwärts dingensen. Sauerstoff niedrig ist okay. Wir sind gleich in unserem Safe Spot. Alles ist einfach unter Wasser. Holy shit. Oha, und das gilt schon gar nicht mehr, weil wir unter Wasser sind. Doch, gilt immer noch. Gerade habe ich aber keine Luft mehr bekommen. Ui, okay, das war ein krasser Ausflug. Ich sollte das lassen. Ich mag das nicht. Aber Pulsarquarz ist direkt da hinten. Vielleicht soll ich mal versuchen, da lang zu laufen. Oh man. Das war ja eine Geburt, ey. Oh, ich bin zu Hause. Oh, herrlich. Uran habe ich ein bisschen was, aber erstmal kurz sortieren. Den Chip. Der ist wichtig. Ein Zaun. Na gut, war doch nicht so wichtig. Iridium. Ich habe so viel Iridium. Holy shit. Okay, wir machen mal ein bisschen Iridium. Iridium-Legierungen. Diese Stäbchen. So, das kann auch noch weg. Oh, zack, 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 zack. Ein paar mehr noch davon. Müssen alle extrem verdichtet werden. Zack. Weg damit. Ah, noch ein. So, dann haben wir da ein bisschen Platz, ne? Gut, wir haben Samen. Samen, Samen, Samen. Da ist noch nicht vollständig. Futter. Ah, da kommen die Samen auch dazu. 400% für ein Wet-Tube. Kann man theoretisch nutzen. Kann ich ein Dings bauen? Habe ich 3 Eisen? Naja, 2. Pflanzen. Samen. Komme ich auch das ganze... die ganzen Samen hier rein. Das alles kann ich nur wirklich alles nur, was ich essen kann. Das ist ganz gut. Sortieren.
Sehr schön. Eine super Legierung haben wir hier noch. Ein bisschen Alu. Das ist wieder irgendwo aus Sonstiges. Ja, einfach hier rinschmeißen. Oh, weia, ey. Das war ein Ausflug, ey. Meine Güte. Das war ein krasser Ausflug. Wie viel Energie habe ich noch? 41 immer noch. Voll? Oh, nicht voll. Mein Inventar ist voll. Holy shit. Kobalt. Aber ist doch wichtig. Ganze Kobalt und so brauche ich halt. Eisen. Brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel. Und Titan, Magnesium. Uran haben wir hier. Alles. Silizium. Hier kommt das noch raus. Den Schwefel nehmen wir auch mal mit rein. Ein bisschen austauschen hier. Ich werde mir gleich mal die Koordinaten angucken. Und werden wir dann mal versuchen, da hinzukommen, oder? Würde ich sagen. So, wo habe ich denn den Schwefel hingepackt? War einfach dort auch drin gewesen, oder? Dann kommt hier noch ein Schränkchen hin. Schwefel. Schwefel. Coolio, Leute. Alles klar. Mal eine kleine Pause. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Ich schreibe mir die Koordinaten kurz auf und dann machen wir beim nächsten Mal, holen wir uns unser Loot, wenn wir ihn dann finden. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.